verdammt, so kann ich das auch nicht sagen. Wenn ich das Wort Veränderungen schon ausspreche, bekommt ihr doch alle einen Anfall. Ihr sitzt da, ihr könnt neue, bessere Gesetze machen und stattdessen wollt ihr, dass es so bleibt wie immer. Ihr habt es schon etliche Male gehört. Ihr kennt die guten Gründe und ihr kennt die Argumente. Aber das dringt nicht durch zu euch faulen Idioten. Das kann ich den Abgeordneten gleich jedenfalls nicht sagen. Ach, reiß dich zusammen, Elisabeth. Die letzte Sitzung des Parlamentarischen Rats. Du kannst mitentscheiden, was in der neuen Verfassung für Deutschland steht. Und stattdessen machst du hier so ein eigenes Kasperletheater. Aber was soll ich denn sonst noch sagen, wenn ihr ab 1949, gerade jetzt, nach diesem schrecklichen Krieg, sollte es doch möglich sein, die Gleichberechtigung der Geschlechter ein für alle Mal und unmissverständlich im Gesetz festzuhalten. Aber das habe ich doch schon alles gesagt. Eigentlich wollte ich gar nicht die sein, die alles sagt. Ist es die Anstrengung überhaupt wert? Was wäre, wenn mein Gesetzvorschlag nicht im Grundgesetz stehen würde? Würde der Satz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, in der Zukunft wirklich einen so großen Unterschied machen? Das steht doch schon in Absatz 3. Wir haben so eine Ruhe im Saal! Das ist ja nicht zu fassen. Hiermit öffentlicher Verhandlungstag, Freitag, der 18. Januar 2019. Das Bundesgericht für Jugend- und Frauensachen befasst sich heute mit den Fällen unter Aktenzeichen 73 bis 404 und 73 bis 405. Bitte, Fräulein Staatsanwältin, beginnen Sie mit Aktenzeichen 404. Fräulein Staatsanwältin? Das Fräulein Staatsanwältin ist noch nicht da. Sie ist wohl spät dran. Sie arbeitet sehr eng in einem ganz besonderen Fall. Ach so. Ach ja, verstehe. Solange das Ihre Arbeit hier nicht einschränkt, sollte das erstmal kein Problem sein. Sind ja auch erst ein paar Monate. Ich meine Minuten. Ja, ja. Haben Sie das jetzt mitgeschrieben? Ja, Herr Richter. Löschen Sie das wieder. Ja, Herr Richter. Und machen Sie mir bloß schon wieder so viele Fehler wie das letzte Mal. Strengen Sie sich ruhig mal ein bisschen mehr an. Ja, Herr Richter. Entschuldigen Sie meine Verspätung, Herr Richter. Meine Unterlagen waren noch eingeschlossen. Haben Sie die Verhandlung schon eröffnet? Ja. Nein. Sie waren ja nicht da. Hiermit öffentliche Verhandlungstag, Freitag, den 18. Januar. Heute Aktenzeichen 73 bis 404 und 405. Bitte beginnen Sie, Fräulein Staatsanwältin. Frau Marie Häuser wird angeklagt wegen des Verstoßes gegen Paragraphen 1355. Des bürgerlichen Gesetzbuchs. Der lautet, die Frau erhält den Familiennamen des Mannes bei der Heirat von Mark Reyert und Carla Rosenbaum. Samstag, den 7.11.2018, hat sie den Nachnamen der Frau als gemeinsamen Ehenamen in die Heiratsurkunde eingetragen. Dies geschah in ihrer Funktion als Standesbeamtin. Hiermit erkläre ich Sie zu Mann und Frau. Sie dürfen die Heirat nun mit Ihrer Unterschrift bestätigen. Frau Rosenbaum, Herr Rosenbaum, ich wünsche Ihnen... Rosenbaum? Was? Sie meinen wohl Reyert. Wir sind doch jetzt das Ehepaar Reyert. Moment. Auf Ihrer Urkunde habe ich Sie als Herr und Frau Rosenbaum eingetragen. Das ist eine Unverschämtheit. Sie ändern das sofort. Aber das geht doch nicht. Sie haben doch bereits schon unterschrieben. Und überlegen Sie mal, Ihre Frau Carla Reyert und Ihre Kinder Reyert, das klingt irgendwie, Sie wissen schon. Nein, ich weiß nicht. Wie soll das denn klingen? Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Carla, sag doch was. Das geht doch nicht. Ja, das ist wirklich grauenhaft. Das lassen wir nicht auf uns sitzen. Sie hören von uns. Haben Sie das alles? Ja, Herr Richter. Herr Christensen, möchte Ihre Mandantin dazu noch etwas sagen? Nein, wir verweigern die Aussage. Fräulein Satter, welche Strafmaß schlägt die Staatsanwaltschaft vor? Die Staatsanwaltschaft fordert die sofortige Entlassung von Frau Häuser. Die Heiratsurkunde soll natürlich erneuert und diesmal richtig ausgestellt werden. Die Angeklagte wird den Ausführungen der Staatsanwältin folgend verurteilt. Frau Häuser, Sie sind entlassen. Ich rufe nun den nächsten Fall auf. Angeklagter Wagner, bitte in den Gerichtssaal. Guten Tag.
Wohin? Ah, ich sehe schon. Bitte, Fräulein Staatsanwältin, dann fangen Sie an. Herr Michael Wagner wird angeklagt wegen des Verstoßes gegen Paragrafen 1358 des Bürgergesetzbuchs. Hier heißt es, hat sich die Frau zu einer beruflichen Leistung verpflichtet, so kann der Mann den Arbeitsvertrag ohne Einhaltung kündigen, wenn die Tätigkeit der Frau die ehelichen Interessen beeinträchtigt. Herr Wagner stellte fest, dass seine Frau als Journalistin arbeitet. Daraufhin kündigte er ihren Job. Grund dafür war ihre angeblich nicht ausreichende Arbeit im Haushalt. Seine Ehefrau Ursula Wagner klagt ihn nun ihrerseits an. Sie ist fest davon überzeugt, dass ihre Haushaltsführungen ihr Beruf keinerlei Auswirkungen auf ihre Haushaltsführung hat und sie den Anforderungen des Gesetzes im vollen Umfang entspricht. Ursula, komm mal schnell! Ja? Ursula Wagner, hier steht dein Name in der Zeitung, unter einem Bericht der Frauenproteste. Ja, mein Schatz, der Artikel ist ja auch von mir. Wie, von dir? Du arbeitest und schreibst deine Zeitung über so etwas? Hast du nichts Besseres zu tun? Schau mal an, wie es hier aussieht. Die Bierflaschen von gestern liegen noch da. Hast du nicht vom Stück gemacht haben? Mein Hemd ist auch noch nicht gebügelt, meine Socken sind auch noch nicht gefaltet. Ach echt? Auf einmal fallen dir all diese Sachen auf? Na klar, doch der Fall wird Konsequenzen haben. Was willst du denn schon machen? Guten Tag, Michael Wagner hier. Hiermit kündige ich für meine Frau Ursula Wagner, da sie den Anforderungen als Journalistin nicht mehr nachkommen kann. Das kannst du nicht machen! Sie geben das an Ihren Chef? Perfekt. Ja, schönen Tag noch. Das kannst du nicht machen, das kannst du mir nicht antun. Bis jetzt habe ich alles hinbekommen und dir ist nicht mal aufgefallen, dass ich seit 2 Jahren einen Job habe. Du kannst das erleben. So war das also. Frau Reinschicke, haben Sie auch fleißig mitgeschrieben? Ja, Herr Richter. Herr Christensen, was können Sie zu Herrn Wagners Verteidigung sagen? Die Polizei hat eindeutige Beweise für die Unschuld, wenn sie das in seiner Wohnung sichergestellt. Eine alte Bierflasche vom Wohnzimmertisch. Socken, unsortiert, schmutzig. Geschirr, ebenfalls schmutzig. Gesamte Staub vom Schlafzimmer der Wache im höchsten Maß gesundheitsschädlich. Dankeschön, Herr Christensen. Fräulein Sacher, wie schätzt die Staatsanwaltschaft diesen Fall ein? Ich denke, die Beweise sprechen eine eindeutige Sprache. Herr Wagner hat das Recht, für seine Frau zu kündigen, damit Frau Wagner ihre Pflichten als Hausfrau nachkommen kann. Wir beantragen, die Klage abzuweisen und Herr Wagner somit freizusprechen. Danke für diese Erläuterungen. So, dann sind wir am Ende dieser Verhandlung. Herr Wagner, Sie dürfen gehen. Was wollt ihr? Gleichberechtigung! Was wollt ihr? Jetzt! Yes! Was wollt ihr? Gleichberechtigung! Was wollt ihr? Gleichberechtigung! Wir haben schon so viele im Parlamentarischen Rat auf unserer Seite.
Denken Sie nur an die vielen Frauen, denen Sie Hoffnung schenken. An die vielen Briefe, die wir bekommen haben. Wir schaffen das. Nein, Sie schaffen das. Wir sind fast am Ziel. Ja, ich weiß. Ich bin mir wirklich sicher, dass wir es schaffen werden. Jetzt müssen Sie nur noch auf sich selbst vertrauen. Würde ich ja gerne. Aber ich habe einfach schreckliche Angst, es zu vermasseln. Wissen Sie, andauernd muss ich mir vorstellen, was passiert, wenn ich es nicht schaffe. Andauernd läuft dieser Film von meinem inneren Auge ab. Ein Gericht im Jahr 2019. Ein friedliches Deutschland, ja, aber ohne Gleichberechtigung im Grundgesetz. Und deswegen werden dann auch in 70 Jahren die komplett falschen Entscheidungen getroffen. Und alles nur, weil ich es nicht geschafft habe, den Parlamentarischen Rat zu überzeugen. Das ist ja verrückt. Sie stehen wirklich vollkommen unter Stress. Beruhigen Sie sich erstmal und erzählen Sie mir mehr von diesem seltsamen Tagtraum. Naja, als der Richter mal wieder ein vollkommen falsches Urteil fällen wollte, stürmten Revolutionäre in den Gerichtssaal. Und? Wie geht es weiter? Was passiert dann? Das weiß ich noch nicht. Wie jetzt? Noch ein Fall? Ich dachte, wir beenden die Sache und gehen alle nach Hause. Nein, ich habe heute noch einen ganz besonderen Fall. Sie hätten doch noch bestimmt Zeit für eine weitere Verhandlung, nicht wahr? Ja, Herr Richter. Die Pflicht muss Frauen doch sind, wenn sie eine klare Aufgabe haben. Na gut, ich bleibe. Wen soll ich verteidigen? Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Richter Josef Bartlett. Was? Gegen mich? Wieso? Herr Bartlett hat hier mit Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes verstoßen. Im Ausschuss für juristische Lohnfragen ist er dafür eingetreten, dass eine angestellte Frau nur halb so viel verdient, wie in einem in der Gleichposition angestellten Mann. Das ist ja wohl die Höhe. Herr Wartenburg, bitte setzen Sie sich neben Ihren Anwalt. Unverschämtheit! Das Fräulein Staatsanwältin ist befangen. Sie können keinen Prozess gegen jemanden führen, den Sie selbst angezeigt haben. Wie kommen Sie darauf? Ich habe ihn nicht angezeigt. Wer sonst? Angezeigt wurde Herr Wartenburg von Fräulein Lisa Tschicke. Sie? Sie waren das? Ja, Herr Richter. Wegen Herr Wartenburg verdient Fräulein Tschicke nur halb so viel wie ihre Kollegen. Sie bekommt ihre Lohn ja nicht wegen ihres Geschlechtes, sondern weil sie tippt. Und tippen können ihre Kollegen halt viel schneller als sie. Das liegt an der weiblichen Muskulatur. Diese absurde Behauptung will ich mir letztlich das Gutachten. Wem soll ich das Gutachten vorlegen? Wir haben nicht mal mehr einen Richter. Wir brauchen einen Richter. Ich rufe auf Elisabeth selber. Elisabeth selber? In diesem Fall hat die Frau gar keine Chance auf Gleichberechtigung. Ich bin der Meinung, dass Artikel 3, niemand darf wegen seines Geschlechtes und so weiter benachteiligt oder bevorzugt werden, diesen Fall einfach gar nicht abdeckt. Es gibt Anwälte, die uns sagen können, dass Frauen vor Gericht keinesfalls benachteiligt werden, wenn sie weniger Lohn bekommen. Ich halte es für dringend erforderlich, das Gesetz zu ändern. Frauen müssen Gleichberechtigung auf allen Gebieten erhalten. Im Bürgerrecht, im Arbeitsrecht, im Familienrecht, überall. Und für die Änderungen haben wir auch genügend Zeit. Schließlich gibt es ja eine Übergangsphase bis zum Jahr 1953. Deshalb können und müssen wir heute zu dem Entschluss kommen, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Dieser Satz ist eindeutig und unmissverständlich. Sollte der Artikel in dieser Verfassung heute wieder abgelehnt werden, so darf ich Ihnen sagen, sehr geehrte Damen und Herren des Parlamentarischen Rats, ist die Annahme der Verfassung durch die Frau gefährdet. Die Gleichberechtigung gehört ins Grundgesetz. Ich lasse abstimmen über den Antrag zu Artikel 3 Absatz 2, in dem es lauten soll, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Antrag ist einstimmig angenommen. Sie haben es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Gut gemacht. Danke. Wie fühlen Sie sich? Wie stolz sind Sie? Was bedeutet das für Sie als Frau? Was werden Sie als nächstes tun? Das ist nur der erste Schritt. Es ist noch nicht vorbei. Wie wird es ausgehen? Das weiß ich noch nicht.